So, herzlich willkommen zurück zu dem wohl besten Let's Play auf der ganzen weiten Welt. Vor allem dem spannendsten Let's Play auf der ganzen weiten Welt. Genau. So, du bitte einmal weggehen. Du bitte einmal starten. Übrigens habe ich jetzt herausgefunden, ich habe mir mal bei diesem komischen Crunch-Crunch-Spiel da jetzt hier für Browser zum Testen ein Online-Nächster. Die Werbung kommt jetzt auch öfters mal. Interessant. Habe ich mir jetzt mal so ein Testkonto angelegt und habe gesehen, man kann wohl die Sprache doch umstellen, aber bisher nur zwischen Englisch und Japanisch. Es gibt zwar auch Deutsch, aber das kann man nicht auswählen, scheinbar, weil die Übersetzung unvollständig ist. Keine Ahnung. Ja, wird also noch spannend. So, wir haben letzte Folge Ascended. Das heißt, bei der Version passt es sogar, dass wenn man keine Helden hat, hat man auch nichts verdient. Wenigstens ist das gefixt. Genau, wir haben Heldenseelen. Das heißt, wir können jetzt mal hier ein paar Antiken aufleveln. Ich schicke hier aber gleich mal meine Autoklicker in die Arbeitswelt. Genau, Transzenden tun wir noch nicht. Da warte ich mal, bis wir ein paar mehr Ancient Souls bekommen würden. Das heißt, wir machen jetzt ein paar Ascension. Und dann gucken wir mal. Ich mach mal dich auf Level 10. Dich auch auf Level 10. Dich auch auf Level 10. Und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Du kannst einen Schub bekommen. Du kannst. Schub bekommen, du kannst noch einen Schub bekommen. So, jetzt haben wir gut 3000 ausgegeben. Dafür haben wir die jetzt alle ordentlich hochgelevelt. Das ist heftig. Alter, das heißt, wir haben jetzt hier nochmal mal 10. Hier nochmal mal 10. Also mal 7. Das heißt, alleine durch die beide wird unser kritischer Klickschaden mal 70 genommen. Ist nicht gerade schlecht. Und dann haben wir jetzt auch noch, ja genau, gut hochgelevelt. Oh mein Gott, das wird eine Katastrophe, aber im positiven Sinne. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch so beschwören können. Gold wäre eine geile Sache. Fortuna wäre mir da aber sogar fast lieber. Wobei, nee, wir machen mal den hier. Accept. Dann, nee, alle schwul. Treasure Chest, ganz wichtig. Wir brauchen Treasure Chests. Den können wir nun mit an Bord nehmen, aber erst später, weil das ist einer der von denen, die sehr, sehr teuer sind, weil die pro Level doppelt so teuer werden. Wobei, na gut, okay, ist die auch. Die ist auch eine von denen, die pro Level doppelt so teuer wird. Von daher, ja. Ach komm, warum nicht? So, Gold vom Golden Klicks? Nein. Ich hätte gerne die Dame, die das Gold von goldenen Kisten vermehrt. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, wie die Dame aussieht. Oh mein Gott, hoffentlich waste ich jetzt hier nicht meine ganzen Hero Souls. Aha, die hier. Genau. Perfekt. So, jetzt haben wir alles, was wichtig ist. Die heben wir erstmal auf Level 5. Den hier auch. So, jetzt haben wir schon doppelt so viele goldene Kisten. Und wir haben jetzt statt 25 mindestens, ja, doch 31% quasi. Und dann kommen wir unten unsere beiden Goldlinge und sorgen dafür, dass wir, wenn wir Gold bekommen, ganz viel Gold bekommen. So, das heißt, na gut, das Doppelte an Gold haben wir jetzt gerade mal. Aber von goldenen Kisten haben wir jetzt das Zehnfache. Sehr schön. Läuft doch. Dann lassen wir das mal so und gucken mal, wie weit wir so kommen. So ungefähr. Dö.
So, ansonsten. Das hier habe ich schon eingeholt von heute, oder? Genau, collected, genau. Hey, na gut, so viel habe ich zwar nicht collected, aber lassen wir das in meinem Raum stehen. Eigentlich kann ich mittlerweile auch einfach überall 200 holen. Das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Was halt geil wäre, wäre halt Komawagamaru. Das Problem ist halt, Komawagamaru ist halt eher teuer und bringt uns halt noch nicht so viel. Ich meine, später, wenn wir hier Bob hochgelevelt haben, dann bringt Komawagamaru ein bisschen was. Das Problem ist halt, er braucht erstmal viele Level dafür. Deswegen machen wir das mit Komawagamaru erstmal später. Und sorgen jetzt erstmal dafür, dass wir hier gut aufgestellt sind. Okay. Was denn hier los? Na komm. Tut mir den Gefallen. Chef, vielleicht sollten wir doch erstmal Komawagamaru ans Board holen. Die Frage ist, lohnt es sich für ihn, die ganzen Ancient Souls zu opfern? Und die Sache ist halt, das, was jetzt am längsten dauert, sind wie gesagt, dass wir die ganze Zeit die ganzen Monster abfertigen müssen, obwohl wir die halt mit Leichtigkeit schaffen. Aber trotzdem bloß pro, ja, alle 5 Sekunden nur ein Level schaffen können. Das ist natürlich eine ganz schöne Zeitverschwendung. Aber um das zu umgehen, müssten wir halt Komawagamaru entweder holen und den sehr weit hochleveln, was sehr teuer ist, oder aber in Bob investieren, was auch wieder teuer ist. Was tun wir da? Was tun wir da? Ich weiß doch gerade echt nicht, wie teuer Bob ist. Weißt du was? Eigentlich können wir uns das Ding auch holen. Weil wir wollen ja unsere Dingsda-Monster skillen. Unseren Frostleaf, den wollen wir ja gilden. Und wenn wir ihn gilden wollen, dann sollten wir auch dafür sorgen, dass die Guilds schön effektiv sind. Oha. Okay, lass ich erstmal so. Genau. So. Die sind alle 200. Sehr schön. Dann kommt jetzt ihr alle auf 200. Und die nächsten auf 100. 200. La 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 la. Lalalala. Ach ja. So. Steht hier irgendwo, wie viele Hero Souls wir haben? Genau, du hast 9830. Okay. Dann Shift. Okay, aktualisiert dann live. Alter, ist das teuer. So, reicht das mal. Mehr möchte ich nicht opfern. Das haben wir fast 1000 Tivo Souls dafür geopfert, ihn hier auf
ne, ein bisschen zu gilden. Mehr können wir uns erstmal nicht leisten. Also mehr will ich erstmal nicht bezahlen dafür. Sollte aber auch erstmal gut reichen. Also ich meine, wir haben ja hier quasi ein, ja, wie sagt man so schön, wir sind total OP. Jetzt kann man natürlich, ne, sagen, okay, bei einem Klicker, also bei einem Incremental Game kann man gar nicht OP sein, weil da gibt es ja kein Ende, was man überschnell erreichen könnte. Aber dennoch, haben wir halt die ganze Zeit Insta-Kill. Und das ist das, womit ich OP-Niss assoziiere. Denn nur jemand, der OP ist, braucht eine OP. Da-dam. Bam. Sehr schön. So, da haben wir auch gleich wieder. Ah, wir haben ja schon Frostlief. Warum sagt mir das denn keiner? Bup. So. Hier oben haben wir alles. Ja. 1, 2, 3, 4. 4. Danke, danke. So. Dankeschön. Jetzt mal gucken, zu welchem Level wir kommen. Obwohl, eigentlich geht uns ja sowieso vorher die Zeit aus, bevor wir hier auf ein Limit kommen. Also wir sollten tatsächlich mal auf Kumawakamaru gehen. Ich glaube mal, das macht tatsächlich Sinn. Wow, schon 11.000. Jetzt ist es wieder so viel mit einmal. Viel mehr zu bekommen würden. Naja. Wem kümmert das schon? So. Ich bin gerade echt am Überlegen. Ich bin echt fast langsam gewillt, doch tatsächlich auch Kumawakamaru noch zusätzlich zu gehen. Die Sache ist, Kumawakamaru ist relativ ineffizient. Boah, Alter, einmal wie wohl kostet mittlerweile 80. Scheiß die Wand an. Boah, einen neuen kaufen kostet ja schon 250. Halleluja. Okay, das ist ein bisschen teuer. Ich glaube, da machen wir erstmal Legend nochmal eine Ascension. Holen uns ein paar Hero Souls. Und dann würfeln wir mal so lange durch, bis wir guck mal, Wakamaru am Start haben. Das wäre mir eine Freude. Wäre mir das. Ich meine, wir können natürlich jetzt auch eine Ascension über mehrere Folgen ziehen, ist ganz klar. Das ist doch das einzig Sinnvolle, als jetzt jede Folge zu ascenden, das macht nämlich absolut keinen Sinn. Die Frage ist halt, ja, mal gucken, wie viele Folgen wir brauchen, bis die Insta-Kill-Phase aufhört. Wobei, ich sag mal so, eine Folge lang Insta-Kill-Phase dürfte hinhauen, aber viel mehr auch nicht. So OP sind wir denn doch noch nicht. Oh, ein Fisch. Ja, was halt geil wäre, wenn wir hier so andere Skins hätten, ne? Leider wird uns das Vergnügen nicht gegönnt sein. Hm. Was wir auch machen könnten, wäre eine Timelapse. Habe ich noch nie gemacht. Die Frage ist, wird während der Timelapse eher auch hochgelevelt?
Wisst ihr was? Kostet ja gerade mal 10. Wir probieren das einfach mal. Bam. Ja. Okay. Er wurde dabei jetzt nicht unbedingt hochgelevelt. Er ist halt so stark, wie er immer ist. Na gut. Schade eigentlich. Ah, aber die sind dafür jetzt fertig. Da war ja was. So, dann holst du gleich mal den nächsten. Du. Eieiei. Die sind alle Level 1, ne? Ja. Das heißt, die bringen alle noch eher wenig. Wir schicken die also erstmal nur auf kleine Missionen. Damit wir das mal ein bisschen hochleveln können. Ja, bringt halt alles so gar nichts. Am ehesten bringst du was oder du was. So. Und hier. Oh, komm, Quick Ascension. 5 Minuten, easy. Na gut, der 8-Stunden-Vorsprung hat jetzt nicht allzu viel gebracht. Oh ja, gut. Hat doch bloß 10 Rubine gekostet. Ich dachte, dass währenddessen der gleichzeitig mit hochgelevelt wird. Das heißt, er quasi die Situation, die wir jetzt haben, 8 Stunden lang simuliert. Macht aber natürlich nicht. Hatte schon fast mit gerechnet gehabt. Wäre zwar ultra cool gewesen, aber naja, man kann nicht alles haben. Das heißt, er hat mit diesen 8 Stunden wirklich so geguckt, wie als wenn wir jetzt 8 Stunden lang das Programm geschlossen hätten. Und damit halt ohne Autoklicker hier. Was ein bisschen schade ist. Tja, bis Level 300 Insta-Kill. Das ist schon ganz schön heftig. Du kleiner Wichser, du. Siehst du, eigentlich könnte ich mich ja hier. Member? Kann ich mich jetzt eigentlich hier noch als Admin einrichten, dass ich von unserem Clan auch der Admin, also von meinem Clan auch der Admin bin? Oder gibt es nur einen Admin pro Clan? So, Clan. Dieses Internet hier. Sag mal hallo. Die ganze Zeit jetzt hier Kreisel, seht ihr wahrscheinlich sowieso nicht. Ist gerade der Server down oder was? Ja, Server time out. Try again later. Alligator. So, zweiter Versuch. Ah, jetzt geht's. Okay, Optionen. Clan Master. Aha, okay, dann kann ich mich doch hier als Clan Master mit anmelden. Dann müsste ich quasi auf Ronix. Ach so! Ah, okay. Ich habe jetzt quasi die Administration verschoben. Jetzt bin ich hier also kein Admin mehr, sondern nur noch hier beim Rechner. Das ist natürlich. You have no request to join? Ja. Nee, das ist ja eigentlich nicht das, was ich wollte. Member.
Dann bleib du, dann du mal wieder atmen. Ach so, halt, nein, jetzt kicken. Kicken kann ich höchstens niemanden. Nö. Options, Ascend Clan Master. Bitte wieder. Danke. So, aktualisieren. Genau, jetzt bin ich wieder Master. Master of Disaster. Na gut, schade. Dann geht das scheinbar nicht. Heul, heul, schnief, schnief. Oh, eine Biene. Yay, yeah, golden Klicks. So. 30, 60, ich mach mal 8% Ruby, bringt halt genau gar nichts. Die Goldmission bringt halt auch nichts. Oh, einfach die kürzeste. Hier haben wir einen neuen minus 5% Cooldown, haben wir hier bereits. Monster, die Monster ein bisschen weniger leben. Okay, 0,02 ist jetzt absolut gar nichts, aber besser als gar nichts. Naja, eigentlich nicht. In dem Fall nein. In dem Fall ist beides komplett wertlos und wertlos ist genauso gut wie wertlos, also. Ja. Na gut, ich würde mal sagen, warte mal Folgenpause, dann lasse ich die mal ein bisschen weiter laufen. Ich gehe so lange zum Beispiel Königstiger. Das heißt, die nächste Folge ist dann hier erst ein paar Minuten. In Hoffnung, dass er dann mit dem Insta-Kill fertig ist. Dass man wieder ein bisschen spannender wird, ne? Gut, in dem Sinne. Ciao mit V.